Wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zu einem weiteren kleinen Apex Legends Pack Opening. Und zwar machen wir heute mal 30 Kisten auf. Letztes Mal waren es 20. Ja, wir steigern uns ein bisschen. Und wir suchen natürlich wieder nach den schönen Skins für die gute Wraith. Und leider muss ich verkünden, ich habe gestern schon komplett reingeschissen. Ich habe gestern gestreamt und ich habe gesagt, Leute, ich darf nicht vergessen, noch den Exclusive Skin für Wraith zu kaufen. Und was ist? Ich hab's vergessen. Ja, die meisten wissen es wahrscheinlich. Jetzt ist hier Gibraltar und ein Exclusive Skin für Gibraltar. Da war gestern noch Wraith und ich hab's vercheckt. Als ich's gesehen habe, waren es noch 12 Stunden. Ich bin ins Bett gegangen und dann war's vorbei. GG RIP, ich weiß nicht, ob ich das aus den Kisten rausziehen kann. Keine Ahnung, aber wir werden's einfach mal probieren. Oder, ja, sagen wir so, wir werden's sehen. Natürlich sind wir in erster Linie auf der Suche nach dem Erbstück, ne? Das gediegen schöne Messer wollen wir haben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Erste Kiste, let's go. Be lucky, please. Natürlich ist auch wieder alles, ja, das ist schon mal nicht so geil, leider. Aber egal, Skins können auch in Weiß schön sein, ne? Also ganz ehrlich, für einen Common Skin ist der ganz cool. Ich stehe auf Weiß-Schwarz-Kombinationen sowieso, aber drauf geschissen. In erster Linie wollen wir natürlich Legendaries farmen und in allererster Linie wollen wir natürlich das Erbstück haben. Bisher sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. Ja, ein Rare Skin ist jetzt auch nicht so nice. Crafting Materials kann man immer gebrauchen. Gut, weiter, nächste Kiste. Wir haben ein paar haben wir ja noch, ne? Oh, das ist jetzt aber bisher wirklich schon mal ein richtig schön beschissener Anfang. Alles nur weiß und blau. Oh, die Pose ist ganz cool. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir was Besseres finden als blau und weiß. Und was haben wir hier? Weiß, weiß, blau. Ja, wunderbar. Oh, der Skin ist eigentlich ganz schön. Nee, bäh, ist er doch nicht. Das sah nur wegen der Farbe so schön aus. Ist aber nicht. Revives. Das ist ein Tracker, der mich nicht wirklich interessiert, muss ich sagen. Kills, Headshots, Damage, das zählt. Gut, weiter, nächste. Alter, das ist jetzt aber auf jeden Fall das Unlock des Todes bisher. Nix Cooles, was ist das? Kill Equip? Maybe in another time or space, you killed me. But not this one. Ah, auch nicht so schön. Okay. Immer noch. Okay, also, wie gesagt, das Unlock ist auf jeden Fall real gerade. Hier ist auch nichts soweit, oder? Nee, bah, der ist ja ultra hässlich. Ultra hässlich. Wie gesagt, Crafting Material ist immer gut, aber irgendwie was Lilanes oder was Legendary-mäßiges wäre ja schon mal eine feine Sache, ne? Weiß, weiß, blau, are you kidding me? Okay, ich muss sagen, ich habe vor ein paar Tagen on-stream auch irgendwie 10 Kisten aufgemacht oder so. Aber das waren erfarmte Kisten, glaube ich sogar. Ich glaube, ich habe keine mehr gekauft seitdem jetzt. Und da ist es ähnlich scheiße gelaufen, muss ich sagen. Habe ich jetzt eine Pechsträhne oder was? Ja, sieht ganz so aus. EA will anscheinend sein Geld zurück. Nach Pech kommt Glück. Na, immerhin schon dreimal blau. Naja, never mind. Für wen sind die Banner? Gibraltar, dann noch ein Gibraltar-Skin, der gehört dazu, das matcht ganz cool eigentlich sogar. Und Pathfinder, naja. Egal, Gibraltar spiele ich sowieso nicht. Ich spiele eigentlich eh nur Wraith, von daher. Alter, was denn los? Nur blaue Scheiße. Haben wir schon 11 Kisten weg und bisher nichts Nices bekommen? Also ein Legendary ist auf jeden Fall drin. War, glaube ich, bei jeder 30. Kiste ein Legendary ist garantiert oder so, ne? Aber sonst... der ist auch gar nicht mal nice, der Skin. Was mit dem? Oh, der ist gar nicht so bad. Der sieht eigentlich ganz cool aus sogar. Der ist irgendwie eher so schlicht. Ich meine, ich mag die Eva nicht wirklich, aber... egal. Boah. Alter, nur weiß und blau. Aber echt Scam. Der sieht cool aus. Hat was von einem CS-Skin. Auch sehr schlicht. Flamingo. Aber gefällt mir eigentlich, muss ich sagen. Muss mal meine ganzen Skins nochmal durchgehen und gucken, was ich da alles habe. Caustic Banner. Hm. 17 Kisten noch. Und machen wir mal immerhin was Lilanes. Gucken, was wir da drin haben. Crafting Materials. Ja, RIP. Gut. Hier hätte ich mir dann doch eher einen Skin gewünscht, aber wir bleiben dabei. Crafting Materials sind immer gut. Aber ja. Weiter. Lassen wir uns nicht hier runterziehen, ja? Na, was wieder ist. Okay. Eine Bannerpose für Bloodhound. Rare Skin.
Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus wie der. Wie der Legendary, den ich habe. Nur ein bisschen kleiner. Ha. Gut, die Hälfte haben wir. Kann es jetzt bitte besser werden? Anscheinend nicht. Dankeschön. Crafting Materials. Das ist aber... Wenn ich jetzt gerade wüsste, wie die Dingens, die Wingman in Standard aussieht, weil der sieht... Also für einen Common Skin sieht der echt cool aus. So ganz schlicht, einfach nur so Metallic-mäßig, grau. Ja, mal gucken. Vielleicht ist da ja was. Der andere, den ich habe, der ist so lila. Der ist eigentlich auch nicht so schön. Immer noch weiß, blau, blau. Meine Fresse, jetzt geht's aber echt los hier. Weiß, weiß, blau. Okay, also das ist, bisher sehr, sehr, sehr viel Scam, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Scam. Und noch mehr Scam. Bitte, was Cooles? Winning Kills für Mirage. Was mit dem denn? Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Das ist halt ein Kraber-Skin. Kraber spiele ich nicht sehr oft. Findet man ja auch nicht immer. Naja, gut. 11 Kisten noch. Komm schon. Oh, was Vernünftiges bitte. Alter. Wieder weiß-weiß-blau. Das kann doch nicht wahr sein. Auch nichts, was ich gebrauchen kann. Crafting Materials. Pff. Gut. Dann farmen wir halt Crafting Materials. Schon wieder weiß-weiß-blau. Okay, wenn ich das mit meinem ersten Pack-Opening-Video vergleiche, habe ich sehr viel Unluck gerade. 9 Kisten noch. Noch nicht ein Legendary bisher, ne? Und auch erst der dritte lilane. Oder zweiter? Was ist man denn da? Das ist cool, der Skin, aber es ist leider eine P2020. Jetzt nicht meine Lieblingswaffe, aber der Skin ist cool. Ich mag auf jeden Fall den... Wie heißen die? Trail by Fire heißt diese Art von Skins. Die sehen eigentlich alle ganz cool aus, außer auf der... Auf der Eva, finde ich, sieht der extrem hässlich aus. Okay. 8 Stück noch. Und wieder blau-blau-weiß. Ne, weiß-weiß-blau sogar. Alter. Hey. Oh shit. Ja. EA Games. Challenge everything. Vor allem das Portemonnaie. Legendary. Der war jetzt auch schon mehr oder minder garantiert, ne? Why? Also ich meine, cool, der Skin, ja, sieht ganz schick aus. Aber why Bamboozle, Alter? Ich spiele den nicht. Ich mag den Kerl nicht. Mann. Ach, nee. Und wieder weiß, weiß, blau. Fucking hell. Wieder weiß, weiß, blau. Auch nichts irgendwie großartig für Rafe, ne? 3 Kisten noch. Alter, ich fühle mich verarscht. Schon wieder... Da kommen noch 2 Kisten. Da muss doch noch was Cooles drin sein. Please. Schon wieder weiß-weiß-blau. Uff, okay, letzte Kiste. Immerhin lila. Und wir bekommen... Crafting Materials. Ah! Okay, okay, okay. Okay, komm, ich leg mal noch 10 drauf. Moment, wo ist es? Ach, scheiße, ey. Gut, ich hatte noch die Points übrig. Komm, wir machen noch 10 Bonus. So will ich mich aber hier nicht abbuttern lassen. Und es geht weiter, weiß, weiß, blau. Are you kidding me? Crafting Materials. Scheiße, Mann. Ah, das nervt mich so, dass ich vergessen habe, den Skin zu kaufen. Der war so sick. 3-mal blau. Pff, Bamboozles für Mirage. Und wieder Crafting Materials. Halt. Okay. 7 noch. Und wieder weiß, weiß, blau. Meine Fresse. Okay, das ist... Das ist alles nur Bullshit. Was bist du? So. Und wieder blau, blau, weiß. Immer noch besser als weiß, weiß, blau. Komm schon bitte ein paar Legendaries mindestens. So kann das doch nicht weitergehen. Und wieder blau, blau, weiß. Mann, das waren jetzt nearly 40 Kisten, ne? Also das Messer ist ja bei 500 € garantiert.
Aber so viel habe ich nicht vor, in Kisten zu investieren, um ehrlich zu sein. Und wieder Müll. Ein Kill... immerhin etwas. Eine Pose. Na gut. Immerhin eine Pose. Und das. Finde ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Wie gesagt, ich will das Messer halt nicht irgendwie erst nach der 500. Kiste ziehen. Das wäre schon schön, wenn ich es eventuell vorher kriegen würde. Oh, Legendary! Und? Bekommen. Holy, Alter, die ist aber... Leck mich, die ist geil. Holy, der Skin ist sick. Der ist echt sick. Das ist dieselbe Optik wie der Scout-Skin, den ich habe mit dem Drachen da hinten dran. So mehr oder minder. Boah, der sieht geil aus. Den kann man direkt mal equippen. Da habe ich auf jeden Fall nichts Besseres. Doch, ich habe auch einen Legendary, aber der sieht scheiße aus. Da ist der schon richtig nice. Gut, zwei Legendaries, 40 Kisten. Uff, schwierig. Zwei haben wir noch. Let's go. Ah, weiß, blau, blau. Scheißen Dreck. Auch nichts Geiles dabei. Ah, Lifeline spiele ich zumindest. Hin und wieder mal ein bisschen. Okay, letzte Kiste. Und es ist weiß, weiß, blau. Nicht geil. Okay, na, der ist gar nicht so schlecht für einen blauen Skin, aber da finde ich den ich habe noch schöner. Ich würde sagen, erfolgreich gescammt, meine Lieben. Ja, das war das wohl beschissenste Back-Opening, was ich je gemacht habe. Aber naja, gut, ich hoffe, es hat euch genauso abgefuckt wie mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.